Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal eure Bewerbungen als Bilder an und wenn ihr jetzt sagt, yo, ich kann auch gut bauen, wie kann ich mich denn bewerben? Dann bleibt dran, wie ihr euch bewerben könnt, erkläre ich später nochmal in diesem Video. Vorab möchte ich sagen, dass ich es glaube ich nicht schaffe, jedes einzelne Plot hier in der Welt zu zeigen in diesem Video, weil es einfach zu viel ist. Wenn ich jetzt euer Plot noch nicht gezeigt habe in diesem Video, könnt ihr gerne die Plot-ID unten in die Kommentare schreiben und falls ich noch ein Video dazu mache, teleportiere ich mich einfach dann direkt zu diesem Plot, weil ich halt noch nicht gezeigt habe, um es dann auch im Video zu zeigen. Ich möchte auch noch sagen, wir haben jetzt mittlerweile eine Website, die erreicht ihr unter www.germanmc.de. Da findet ihr ein Forum etc. pp. Könnt ihr euch gerne registrieren, Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bilder werden wollt, solltet ihr auch dementsprechend im Forum bzw. auf der Website angemeldet sein. So, aber wir schauen uns jetzt erstmal die Plots an, die hier gebaut worden sind und wie ihr euch bewerben könnt, komme ich gleich zu. Also wir haben einmal hier dieses Plot. Was ich auch noch sagen möchte, wenn ich jetzt sage, jo, das Plot ist gut oder das ist schlecht, heißt es auch nicht, dass das Plot raus, also beziehungsweise, dass ihr raus seid oder drin bleibt für die zweite Runde. Es gibt ja insgesamt drei Bewerbungsrunden. Wer die erste schafft, kommt in die zweite. Wer die zweite schafft, in die dritte. Und wer die dritte schafft, ist am Bilder. Komme ich gleich aber noch zu. Wenn ich jetzt sage, jo, das Plot ist gut, heißt das nicht, dass ihr in der zweiten Runde seid. Und wenn ich sage, ey, das ist schlecht, heißt es auch nicht, dass ihr nicht in die zweite Runde kommen könnt, weil das wird noch nicht entschieden. Also ich muss sagen, ich finde sowas sowieso immer geil, wenn man, hier nicht nur irgendwie ein Haus hinsetzt auf die Wiese, sondern auch richtig die Landschaft mitgestaltet. Das finde ich eigentlich relativ gut immer. Und ist hier auch ziemlich gut umgesetzt, muss aber sagen, dass das Plot noch ziemlich leer ist. Aber noch ist die Bewerbungsphase ja noch nicht zu Ende und die Spieler haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir hier ein Haus, da muss ich sagen, ja, finde ich jetzt, ja, ich weiß nicht. Es ist groß, keine Frage, aber ja, so leer finde ich jetzt nicht so besonders. Also das kriegt man innerhalb von, ja weiß ich nicht, 30 Minuten kriegt man das bestimmt schon gebaut im Creative, oder? 30 Minuten. Sollte man das schon hinkriegen, finde ich dementsprechend jetzt nicht so nice. Ja. So, dann haben wir hier das hier wollte ich sagen. Das ist ein der ersten Plots, die mir richtig gut gefallen haben. Zum einen sehen die Gebäude ziemlich gut aus. Ich muss einfach sagen, zum anderen wurde hier auch ziemlich viel Terraforming betrieben. Und wie gesagt, ich stehe da einfach drauf, ne? Lasst euch davon jetzt aber nicht beeinflussen von dem, was ihr baut, ne? Jetzt müsst ihr nicht nur Terraforming machen. Aber ich mag es schon, wenn auch das Gelände mit angepasst wird, nicht nur einfach nur Gebäude hingesetzt werden, sondern auch das Gelände mit angepasst wird, wie hier zum Beispiel der Fall ist. Also das Plot gefällt mir auch relativ gut und ich denke auch, dass dieses Plot, beziehungsweise der Ersteller dieses Plots, auf jeden Fall weiterkommt. Dann haben wir hier, das finde ich ja wieder, naja, kann man jetzt nicht so viel sagen, ist halt noch nicht viel da, genauso wie bei dem Plot hier. Was soll man dazu sagen? Ist noch nicht viel gebaut. Zu dem Plot, ja, das Häuschen hier ist schön, muss man sagen, aber nur das Haus kommt definitiv nicht weiter. Hier ist auch nichts drin, also sieht schick aus, keine Frage, aber sonst, ja, nichts Besonderes, sage ich mal so. Wir haben hier wieder ein relativ noch leeres Grundstück, aber wie gesagt, noch ist ja noch Zeit zum Bauen, keine Sorge. Dann haben wir hier, das finde ich auch wieder ziemlich schick, auch wenn hier noch nicht so viel steht, außer da ein Sorry, keine Ahnung warum jetzt da ein Sorry steht, egal. Terraforming natürlich wieder gemacht, ich mag das, gibt direkt einen Pluspunkt von mir aus, von meiner Seite aus, aber so ist es noch relativ leer, aber wie gesagt, weil die Grundstücke, wenn die Grundstücke jetzt noch leer sind, es ist ja noch Bewerbungszeit, die Grundstücke müssen ja erst in ein paar Tagen, in ein paar vielen Tagen fertig sein. Dann haben wir hier, das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so nice, wenn man einfach so Skins hinsetzt, das denke ich auch nicht, dass sowas Chance hat weiterzukommen, vor allem ist hier auch noch ziemlich leer, aber man hat hier noch Platz zum kreativen Bau, ne? Zum Entfalten der Kreativität. Da muss ich sagen, das hier finde ich jetzt auch nicht so toll. Und das ist auch etwas, das kriegt man in einer Viertelstunde, 20 Minuten kriegt man das hin. Ja. Hierzu muss ich sagen, dass ich sowieso, warum geht das nicht? Sun? Hallo, Sun? Ich will ach doch, geht wohl. So, ich muss sagen, dass ich diese, wie heißen die nochmal? Ja. Mir fällt hier eine Pixel-Bilder-Dingens. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Wir haben es aber auch schon 4:30 morgens. Ich sagte, mein Tag-Nacht-Rhythmus ist on the fly. Das ist wirklich gut. Muss ich sagen, mag ich sowieso generell nie so, weil, ja, sieht zwar schick aus, aber da muss ich sagen, dass das Gebäude hier in der Mitte mir schon ein bisschen besser gefällt, dennoch ein bisschen leer. Dann haben wir hier dieses Haus, das finde ich schon ziemlich nice gebaut, muss ich sagen. Finde aber auch, das Haus ist gut, aber man hat halt noch ein bisschen was Zeit. Man könnte hier außenrum noch ziemlich viel bauen. Ne? Vielleicht macht er es noch oder die. Ich weiß ja nicht, ob es eine der oder die ist. Das hier natürlich auch wieder so ein Klassiker. Das ist halt was, das kann man mal machen. Finde ich nice. Also wie gesagt, ich glaube, wir schaffen es nicht, alle Grundstücke anzugucken. Wir sind ja schon bei knapp 5 Minuten.
Wird eng. Ich möchte das Video auch nicht so lang haben. Ne? Knapp über 10 Minuten will ich das Video nur haben, ne? Damit ich 20.000 Mal Werbung schalten kann. Nein. Aber ich möchte jetzt nicht irgendein Video haben, was jetzt irgendwie 20 Minuten lang geht, weil das guckt sich sowieso keiner an. So, also ich flieg jetzt, ich bin gerade ziemlich genau auf andere Grundschule. Ich flieg jetzt einfach nur mal rüber und sag so, jo, ist gut oder ne. Also das finde ich relativ gut. Das finde ich nicht so gut. Das hier finde ich wieder ein bisschen besser. Aber wie gesagt, hier ist noch sehr viel Platz zur kreativen Entfaltung. Das hier finde ich auch extrem gut. Den habe ich ein bisschen zugeguckt beim Bauen. Da hatte ich erstmal so Skizzen gemacht mit so verschiedenen Blöcken. Also rot, blau und Dingens. Sind so Skizzen. Also wie der das gebaut hat, fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Dann haben wir hier, da weiß ich auch nicht so genau. Ja, finde ich jetzt nicht so besonders. Also das hier finde ich schon wieder mega nice. Man muss auch sagen, ich fliege jetzt mit dem Shader rum. Da sieht alles, was halbwegs gut ist, nice aus. Dann haben wir hier auch wieder so ein bisschen Wirrwarr, ich weiß nicht, Enderportal, das finde ich auch wieder gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber die genaue Auswertung, die erfolgt erst Ende Januar. Dann haben wir hier, das finde ich auch wieder schön, wie gesagt, ich mag es, wenn man viel mit Terraforming macht, sich da auf dem Plot eine eigene Welt erschafft, so gesehen, und die Welt halt dann noch befüllt mit Gebäuden, etc. pp. Sowas finde ich immer ziemlich nice. So, dann haben wir hier, das ist auch so, da habe ich auch so ein bisschen zugeguckt beim Bauen, fand ich jetzt, ja, weiß nicht, hier ist auch noch ziemlich viel Platz zur kreativen Entfaltung, sage ich mal. Das Haus hier ist auch mega nice. Ich glaube, das hat Tageszeitung gebaut. Ich hoffe. Ansonsten tut es mir leid, wenn es jemand anders gebaut hat. aber ich meine, es war Tageszeitung. Fand ich jetzt auch ziemlich nice, aber ich weiß nicht, kommen wir da rein irgendwo? Kommen wir da rein? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Schade. Irgendwas drin. Ich glaube, das ist leer. Also von außen sieht es gut aus, wenn da jetzt noch innen drin was wäre. Das wäre ja schon der Burner, ne? Egal, wir fliegen erstmal weiter und ich erzähle euch mal, wie ihr euch bewerben könnt. Ich habe das schon in einem anderen Video erzählt. Die Bewerbung läuft so ab, dass es drei Phasen gibt. An der ersten Phase kann jeder teilnehmen. Jeder, der denkt, er kann gut bauen und der Builder werden möchte, kann an der ersten Phase teilnehmen. Die Besten aus der ersten Phase kommen dann in Phase 2. In Phase 2 gibt es dann ein festes Bauthema, wo alle gemeinsam dran bauen müssen. Das ist dann für da, um zu gucken, ob die Leute auch im Team gut bauen können, etc. pp. Dies dann, in der zweiten Phase gibt es dann aber auch World Edit. In der dritten Phase wird es dann wieder so sein, man kriegt auch ein Thema vorgegeben, aber jeder baut für sich selbst. Und wer dann alle drei Phasen geschafft hat, beziehungsweise in der dritten Phase, die besten von denen, werden dann Bilder. So. Wenn ihr euch bewerben wollt, müsst ihr einfach nur auf den Server kommen, germmc.de und ins Bauevent gehen. Und dort könnt ihr einfach mit /p-auto ein Grundstück nehmen und anfangen zu bauen. Vom Vorteil wäre es, wenn ihr Discord habt natürlich, wegen Bilder, das ist relativ wichtig, Discord zu haben und im Forum angemeldet zu sein unter www.germmc.de. Link findet ihr aber auch unten in der Videobeschreibung, also schaut da vorbei. So, hier sind auch ziemlich viele Grundstücke, die noch ziemlich leer sind, hier vor allem am Rande. Aber wie gesagt, wir schaffen es nicht, jedes einzelne Grundstück hier anzugucken. Das wäre einfach too much. Hier muss ich aber wieder sagen, das finde ich wieder mega geil, muss ich sagen. Also so ein Riesenschiff. Hier ist jetzt weniger Terraforming, aber so ein Schiff, allein mit diesen ganzen Einzelheiten, das frisst schon viel Zeit, muss ich sagen. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Finde ich eigentlich relativ gut, ne? Ja, könnte man auch gut, wie ihr wisst, die Leute, die vielleicht im Forum aktiv sind oder mir auf Twitter folgen, @germgamejt, arbeiten wir momentan auch an einem neuen Spielmodus, an der RPG-Welt. Und da wird auch ziemlich viel gebaut werden. Also ich habe auch schon die ersten Bilder von der RPG-Welt im Forum gepostet. Also schaut da vorbei. Und für Leute, die sich jetzt unter RPG noch nichts vorstellen können, das wird so sein, dass es einmal eine Questlinie gibt. Also ihr könnt Quests machen. Ihr könnt anfangs verschiedene Klassen wählen, die halt dann verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Vorteile oder Nachteile gegenüber anderen Klassen haben. Ihr könnt euer eigenes Königreich gründen in Chunks. Also ihr kauft euch einen Chunk. Wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr noch einen zweiten Chunk kaufen. Ihr könnt dann Bürger in eure Stadt holen, die dann Steuer zahlen, dafür aber im Chunk mitbauen können. Ihr könnt so gesehen König von eurem eigenen Königreich werden. Und das Ganze wird dann halt noch untermalt mit verschiedenen Items, die man so eigentlich gar nicht bekommen kann. Die kriegt man halt durch Quests, wie zum Beispiel ein Schwert, was 100er Damage macht. Dafür gibt es dann aber auch wieder Mobs, die übel stark sind, etc. pp. Also da wird einiges auf euch zukommen. Es wird auch ziemlich viel Arbeit in Anspruch nehmen, sage ich mal, die RPG-Welt. Aber davor freue ich mich auch übelst drauf. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für die RPG-Welt, was ihr unbedingt in der RPG-Welt drin haben wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben oder noch besser im Forum. So, wir fliegen jetzt noch ein bisschen weiter rum und gucken mal, ob wir hier noch irgendwie was Schönes finden, was ich jetzt besonders noch vorheben möchte, sagt man das so? Nein, irgendwie nicht. Aber wie gesagt, wir haben es 4:30, wir haben es mittlerweile 5:20 fast. Morgens, wohl bemerkt. Ja, da ist nicht mehr die Zeit, wo ich so sonderlich wach bin oder mittlerweile schon wach werde. Ich bin nämlich gerade eben aufgestanden. Ja, ich stehe früh auf.
So, wir gucken uns mal hier an. Hier haben wir noch so ein Haus, das Grundstück von Tumble HD. Der ist auch im Forum aktiv, beziehungsweise angemeldet. Das habe ich letztens gesehen. Und der hat hier auch schick was gebaut. Also ich muss sagen, der hat zwei Plots direkt gebaut. Und da muss ich sagen, das hier finde ich nicht, das ist auch gut, finde ich aber nicht so gut wie das hier. Da finde ich das hier besser. Muss ich einfach so sagen. Ich weiß nicht, ob das, wer das hier gebaut hat, das finde ich aber auch wieder, ja. Hier ist noch viel Platz, muss ich sagen. Hier kann man noch viel rausholen, aber wie gesagt, man hat ja noch Zeit. Das Bauevent läuft übrigens bis zum 22.01. diesen Monats. Und alle, die jetzt in der ersten Phase teilgenommen haben, sollten mir am besten auf Instagram schreiben. Auf Instagram sage ich schon. Auf Discord schreiben, chat.germmc.de, damit wir die Leute auch anschreiben können, wenn sie in der zweiten Phase sind. Oder halt im Forum aktiv sein. Dort werden wir auch alle Spielernamen posten, die weiter in der zweiten Runde sind. Also wenn ihr interessiert seid an den Bilderrang, beziehungsweise Bilder werden wollt, habt am besten Discord und seid aktiv im Forum, weil dort werden die Leute gepostet, die in die zweite Runde kommen, weil es einfach für uns einfacher ist. Und die Leute, die halt in die zweite Runde kommen und sich dann nicht melden, weil sie nichts davon mitkriegen, weil sie weder auf Discord noch im Forum aktiv sind, tut's mir leid, die können wir dann auch leider nicht weiterlassen, weil das einfach zu viel Aufwand wäre, wenn wir jetzt 50 Leuten, was weiß ich, jeweils eine Mail schreiben, der eine schreibt eine Mail auf den Grundstück, der andere eine Telefonnummer, das wäre einfach viel zu viel Aufwand, das würden wir so nicht hinkriegen. So, wir fliegen jetzt noch ein bisschen hier rum und das hier finde ich auch relativ nice und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ziemlich viel gezeigt, auch wenn wir nur kurz drüber geflogen sind und ich da jetzt nicht so viel zugesagt habe, hoffe ich dennoch, dass ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen habt. Manche haben mich ja gefragt, kannst du mal was zu meinem Grundstück sagen, zu meinem Grundstück, vielleicht war jetzt dein Grundstück dabei, ich weiß ja nicht, vielleicht hast gerade du, der gerade zuguckt, gefragt, jo, kannst du dir mal mein Grundstück angucken und vielleicht habe ich gerade in diesem Video dein Grundstück angeguckt und etwas dazu gesagt. Ja, dann haben wir hier noch ein Haus, was so halb fertig ist. Ja, finde ich jetzt noch nicht so spektakulär, aber wie gesagt, ist ja noch Zeit. Das hier, muss ich sagen, finde ich schon wieder nice. Also das Grundstück finde ich schon wieder nice. Also der Typ hier mit Bedrock ist das, ne? Ja, da finde ich schon wieder nice gemacht, muss ich einfach sagen. So, wir gehen jetzt aber, oh, hier die Türme fand ich auch gut. Da habe ich auch beim Bau ein bisschen zugeguckt. Auch, ich bin auch oft auf dem Server, auch wenn ihr es nicht seht, weil ich gehe dann einfach /V und dann bin ich einfach überall unsichtbar. Nur so zur Info. Zack. Ich voll Idiot. Gehe ja automatisch in Game Mode 0, wenn ich aus /V rausgehe. Upsala. Naja, auf jeden Fall sollte es jetzt schon wieder mit diesem Video gewesen sein. Wenn ihr euch als Miller bewerben wollt, schaut unbedingt im Forum vorbei. Schreibt mir auf Discord, also ihr solltet schon aktiv sein, weil sonst kriegt ihr halt nicht mit, wenn ihr in die zweite Runde kommt. Das Bauevent läuft noch bis zum 22.01. Kommt auf germmc.de, geht ins Bauevent und baut dort irgendwas Geiles. Und ob ihr dann in die zweite Phase kommt, erfahrt ihr Ende Januar im Forum oder auf Discord. Und ich bedanke mich fürs recht herzliche Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen.